Hallo und herzlich willkommen, Freunde, bei einer neuen Demo-Time bei Forest Legends The Call of Love. Ja, wir gucken uns dieses super tolle Spiel mal ein bisschen genauer an. Ist sowas wie ein Abenteuerspiel, ein Adventure oder sowas. Eine PS3-Demo. Optionen. Können wir da irgendwas einstellen? Nö. Ist alles okay. Wir spielen einfach mal. Neues Spiel. Die Tippschaltfläche lädt schnell nach Gebrauch wieder auf und interaktive Bereiche funkeln. Also, wir machen das auf normal, ne? Wollen wir mal nicht übertreiben hier bei diesem tollen Spiel. Schau mal, was das so. Hallo, 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 hallo? Ah. There was a time when humans and creatures of magic lived in harmony. Werecats, known as Felices, had married human women. But one day the harmony broke and the war began. Split into two realms, the kingdom of the Felices and the land of the humans. Determined to banish magic, the humans overthrew their gods and they outlawed magic and magic creatures. In spite of this, love arose to take the place of hate, and life defeated death. Eveline, the daughter of a hunter, fell in love with a werecat, the sworn enemy of the humans. Their love was a crime. What lies ahead for our characters? What hand has fate dealt them? In time, you will know everything. For now, a young couple has met secretly in the thick of the Forbidden Forest. You're not exactly master of choosing places for our dates, are you? I was barely able to find the path. I chose this place for a reason. Do you see that tree stump? A little dragon will appear there soon. Really? I've never seen a dragon. My father and the hunters killed the last one. Natürlich. No, they didn't. If you tame a baby dragon, it will be your faithful helper. Come closer. Ich hab einen dabei. Ach so, mit X kann ich das Ei vergrößern, ne? Ah, mit der Lupe, okay. Und kann ich das anfassen? Oh, so einfach geht das. Ich bin ein echtes Drachenblut, ja. Ein Drache! Ich bin noch nie einem begegnet. Ich komme mir vor, als würde ich ein Wunder bezeugen. Miam, miam. There he is, the werecat. Catch him. Don't lose him. Let's hide in my room. No one will look for us there. Catch the Felis. Catch the beast. Faster. Aurelio. Aurelio. Oh no. What happened to you? Aurelio. Yeah. Aurelio, do you hear me? What happened to you, darling? It's just a scratch. Was the bullet made of silver? I must clean the wound as soon as possible. Ein Werkkätzchen ist unser Aurelio. Das sind doch keine Schusswunden, oder? Das sind doch Kratzer. Alter, wie kommt denn dieser Brustkratzer hier hin? Naja, der war vorher anscheinend schon. Die kämpfen ja immer ein bisschen. Alter, das... The hunters won't think to search my cabin. I can barely believe it. They tried to kill us. And now Aurelio is wounded. I must help him. Ja, ja. Öffne das. Aha. Mit Viereck kann ich das Inventar öffnen. Die Steuerung ist ein bisschen komisch mit dem Controller, muss man einfach mal zugeben. Ich glaube, mit einer Maus würde das besser funktionieren. Ach, Fenstergriff, natürlich. Anscheinend muss ich jetzt hier diesen Becher nehmen. Zack.
Ich kann mir was angucken. Vater und ich. Meine Familie. Wir stehen uns nahe, aber manchmal muss ich ihm zeigen, dass ich bereits erwachsen bin und meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ja. Gibt's hier noch was? Oh. Ich sehe richtig gut aus und ich bin ganz schön eingebildet. So, noch was? Nee. Haben wir jetzt alles für ihn? Becher mit was? Trink. Ach so. Oh. Natürlich. Nicht zum Trinken. Wusste ich. Oh, da ist was. Ein Herz. Ja, tatsächlich. Ein Herz. Da hinten ist noch was. Oh. Was ist denn hier los? Wo habe ich das Herz aus Vaters Tresor verstaut? Es muss hier irgendwo sein. Genau in meinem Inventar. Upp. Au. Yeah. Bingo. Eine Ölkanne? Nimm doch den Revolver mit. Kannst du den mitnehmen? Nein, du kannst nur das... Was ist das denn? Strange. Father never said he fought the Felices, even though he told me about the war. Why did he hide this from me? Kriegsheld, der Jäger Francis, tötete den Anführer der Felices während des Kampfes an der großen Mauer. Ach so, das ist ein Leerzeichen dazwischen, oder? Da ist ein Leerzeichen dazwischen, oder? Somit gewannen wir die Schlacht. Wir ehren ihn für seine tapferen Taten, Alter. So. Was kann ich denn noch angucken? Das Rad lässt sich nur schwer bewegen. Die Achse scheint verrostet zu sein. Ich muss sie ölen. Warum musst du das denn tun? Wir ölen sie. Ja. Ja, ja. Und das goldene Vlies haben wir natürlich auch. Dann web mal was. Ach so. Dankeschön. Und jetzt kann ich dich verbinden. Ja, juhu. Goldene Verbände sind bekannt dafür, Wunden schnell zu heilen. Und so weiter. Do you feel better? Aurelio. Oh mein Gott! Du Idiot! Warum tust du sowas? Evelyn, are you okay? Did that monster hurt you? He's not a monster. How can you say that? Evelyn, it's a Felice, a beast, a wild creature from the Forbidden Forest. You don't know anything about Aurelio. I love him. And we're engaged. What? What are you talking about? My daughter. The daughter of the chief hunter is going to marry a werecat. I've never heard of anything more shameful. Father, I love you, but I've made up my mind and you can't change it. Richtig. Vater, du bist ein Arschloch. So sieht's aus. Oh. Oh. Mein Drache ist voller Licht. Das ist ja super. Was steht eigentlich in diesem Büchlein hier?
Aufgaben. Noch ein paar Notizen, okay. Schick. Schick, schick. Jetzt können wir, glaube ich, raus hier. Ich gehe mal raus. Schauen wir mal. Oh, noch ein Geschenk. Ich habe keine Zeit auszupacken. Ich muss Aurelio finden. Na, Schmetterling, Schmetterling. So. Katze. Vater und ich bastelten diesen Wetterhahn vor 8 Jahren. Es hat Spaß gemacht. Das ist gar kein Hahn, das ist eine Katze. Oh, das ist ein Schwein. Guter Junge, aber wenn die Besitzer der Taverne die Gäste rauswerfen, die ihr Willkommensein überzogen haben, solltest du etwas Platz in der Pfütze machen. So sieht's aus. Wenn man normale Seemannsknoten schon nicht aufbekommt, dann ist es ein Dreifacher. Den werde ich nie aufdröseln. Ja, habe ich total kapiert, diesen Satz. War ein bisschen komisch. Hier ist ein Apfel. Das ist ein Apfel. Ich will den Apfel. Hä? Hat sie den Apfel einfach aufgegessen? Memos. Memo an mich selbst, die werde ich jetzt nicht durchlesen. Ist ja nur eine Demo-Time. Aber die könnt ihr... Die könnt ihr gerne... selber lesen, wenn ihr euch das Spiel holt. Die Auswahltaste, willst du... Oh, was ist denn... Ach so, Select ist die Auswahltaste. Ach, natürlich. Memo. Die Decke wurde festgenagelt. Komme ich so nicht ran? Ach so, mein kleiner Drache. Was? Wollte ich gar nicht. Wenn es nicht weit ist, dann lass es fließen. Das ist die Regel für Fässer. Ich muss da weiter, das habe ich schon kapiert. Ich brauche das Jägerwappen, um dieses Tor zu öffnen. Ja, ja. Es kommt mir echt vor wie ein Wimmelbildspiel, nur ohne Wimmelbilder bis jetzt. Was für ein niedliches Küken. Hast du gefressen, seit du geschlüpft bist? Brauchen wir etwa noch Vogelfutter? Ich hab nur rum. Wir gehen erstmal da weiter. Stop. Who goes there? Entering the Forbidden Forest is prohibited. We only allow those with a pass to continue beyond this point. Yeah. It's Francis' daughter. I don't care who her dad is. No card, no way. Na gut. Huch. Huch. Noch eine Memo. Alter, wie viele Memos hat sie denn? Sammelt die denn hier? Noch eine Memo. Ja, ich lese das jetzt nicht. These guards know how to do is follow orders. Outwitting them should be easy. Ja, natürlich. Einfach mal rumgeben, oder? Klappt das? Frost told me to give you this rum as a reward for your diligent service. I hope Father yeah. won't punish them, but I had no choice. I have to find Aurelio. So geil, ey. Sagt ihr noch irgendwas zu den... Okay. Voll die Mauer hier. Alter, die haben einen Schluck getrunken und sind sofort in... Eingeschlafen? Was sind das denn für Weicheier? So. Hm, Father has the only bunch of keys for this gate. It's in his hunter's house. Was? Hm, Father has the only bunch of keys for this gate. Oh, Menno. It's Echt? In his hunter's. Dann gehen wir nochmal zu Vater zurück. Evelyn. Evelyn, you disgrace me. Halt die Fresse. Wo kriege ich den Schlüssel her? Drache? Sag es mir, Drache. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Evelyn. Du bist das wertvollste Geschenk meines Lebens. Hoffentlich gefällt dir dieses Nähset. Jedes Mädchen, das eine gute Hausfrau werden möchte, sollte eines besitzen. Ich will aber keine Hausfrau werden.
Ah, danke schön. Jetzt weiß ich auch, was wir machen müssen. Da war auch dieser Sack, ne? Ich kriege ja den Knoten nicht auf. Ich schneide ihn einfach auf. Ah, da sind doch die Schlüssel. Super, jetzt haben wir doch geschafft. Jetzt muss ich wieder dahin. Ja, ja. Brennende Blumen. Boah. Ist nur ein bisschen nervig. So, geh da weiter. Und jetzt haben wir den Schlüssel. Und dürfen ihn einsetzen. Oh mein Gott. Was ist das denn nur für ein Schlüssel? Ja. Hallo. So. Was ist das denn? Achso, der. Was? Ach, Quatsch. Das war jetzt natürlich der hier. Ich muss immer warten, bis es aufgeschlossen ist. Das ist der. Kreuzschlüssel. Und, Kistschlüssel. Na, es geht anders, das Zeichen. Ich weiß, aber, naja, hat mich dran erinnert. Was haben wir denn hier Schönes? Och, ein Eichhörnchen. Mann, oh Mann, oh Mann. Armer Kerl. Wie viele andere ist er während des Krieges gestorben und hängt immer noch überm Baum. Ich dachte, wir hätten bereits unsere Kriegsgerätschaften aus dem Wald entfernt. Sieht nicht so aus, du. Zack. Wenn man diese Falle dort aufgestellt hat, hat sich keine Mühe gemacht, sie zu verstecken. Was sollte damit gefangen werden? Ein Idiot. Aurelio left a long trail of fiery flowers behind him. The blood of an evil beast wouldn't do that. Father is wrong about him. He won't hurt me. I must find him. Ja, wir müssen ihn finden. Diese Pflanze spendet mehr Licht als ein Dutzend Kerzen und sie raucht nicht. Diese Pflanze scheinen heller als Lampen. Oh, ich krieg... Was? Nimm doch den Kescher einfach mal mit. Na, dann nicht. Da ist ein Käfer. Ein kleiner Käfer. Alter, mit dem Controller ist das echt ein bisschen... Na gut, der macht nichts, der Käfer. Wir gehen erstmal weiter. Aurelio, he looks even worse. I must... Natürlich. What? Is he dead? No. He's breathing. But he's lost. Aurelios Wunden scheinen durch seine Flucht erneut zu bluten. Vor langer Zeit hörte ich eine Geschichte über einen Heilerin, die im verbotenen Wald lebt. Vielleicht kann sie ihm helfen. Was habe ich denn jetzt da gesammelt? Was ist das? Eine Fackel. Die brauche ich noch nicht. Huch. Irgendwas fehlt. Eine Fackel? Nee. Da ist ein Igel. Oh, hallo Igel. Pilze? Hier sind überall Pilze. Nimm die Pilze. Hier sind auch Pilze. Nimm sie. Komm. Pilze. Er möchte bestimmt spezielle Pilze. Alter, hier ist ein Arm. Und deshalb haben Kinder Angst vor dem verbotenen Wald. Ich benötige einen Schlüssel in Form einer Eiche. Eine richtige Eiche zu finden wäre einfacher. Was brauchst du denn? Eine Hoseneiche oder was? Ach Mann. Wollte ich nicht, tut mir leid. So. Jetzt haben wir eine brennende Fackel. Und eine Sternblume, das wollte ich gar nicht. Hallo? Ja, ja. Was? I've always been scared of bats. Ugh. Yeah. Good boy. Thank you. Tolle Wurst. Jetzt können wir da hinten gehen. Oh, noch eine Pflanze. Noch eine Blüte, meine ich natürlich. Oh, ein Pilz. Für den Igel. Was haben wir denn hier? Hallo. Ich habe von diesen Blumen gehört. Wenn ein Insekt sie bestäubt,
geschieht etwas Verblüffendes. Ja, das ist echt ein Scheißgeräusch. Oh, dieses Geräusch, ey. Termiten? Okay. Oh, bitte. Hör mal auf. Ich geh mal weg hier. Was gibt's denn hier Schönes? Hallo. Karten später erkunden. Was ist das denn Schönes? Huch. Fehlt da ein... Fehlt da irgendwas? Oder? Anscheinend das Eichhörnchen, oder? Ich weiß es nicht. Egal. Was haben wir denn aufgesammelt? Sägespäne für die Termiten. Oh Gott. Kommt. Oh, lecker. Da setze ich jetzt mal einen Stern ein. Nein. Stern. So muss das. Oh Gott, jetzt dürfen wir hier basteln. Das sieht richtig aus. Nein. Na gut. Das könnte... Das könnte etwas dauern. Scheiße. Ich versuche das mal so. Hat das gestimmt? Nee. Wo muss... Ach, die muss... Die Seite muss dahin. Okay. Verstehe. So. Oh, geil. Das sieht doch gut aus. Ja, jetzt verschiebe ich das wieder. Wo muss denn die Wurzel hin? Die muss da unten hin. Ich will es nicht überspringen. Jetzt muss ich irgendwie die Pflanze da runterkriegen, ne? Okay, versuchen wir es mal. Jetzt liegen die falsch, ne? Scheiße. Och nö, komm. Willst du mich verarschen? Ja! Yes. Ich bin gar nicht so übel. Gucken wir mal. Wenn ich einfach käme, das Schloss wahrscheinlich. Käfer! Da ist ein Käfer. Ah! Was? Ein... Habe ich gerade von dem Käfer das Seil gekriegt? Von dem Marienkäfer? Auf jeden Fall habe ich eine Nuss gekriegt. Ach, eine Nuss. Aber erstmal gehe ich zum Igel. Hallo Igel. Du kriegst von mir einen Pilz. Nom 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 nom. Oh, auf dem Rücken trägt er ihn. Er hat keine Angst vor mir. Was habe ich denn gekriegt? Ich sehe es nie. Beeren. Was will ich denn mit Beeren? Boah, wo geht's denn noch lang? Die Geschäfte im Wald sind so eingereicht wie Pflanzen. Eine Eule. Alter. Dieser Schädel erinnert mich an die Geschichten, die mir mein Vater über die einäugigen Riesen erzählte. Die Pilze hören sich ja fies an, ey. Wenn ich versuche, durch diese Ranken zu gehen, bleibe ich wie eine Fliege. Im Netz hängen, weil die Ranken ja auch so klebrig sind. Ja, okay, da sind Stacheln dran. Das kann ich schon nachvollziehen. Fackel. Abfackeln können wir die nicht? Termiten!
Nee, leck mich. Dann halt nicht. Ach so, die Falle. Warte mal. Was können wir mit der Falle machen? Wo hat die den Stock her? Keine Ahnung. Ich kann aufgrund des Gases nicht atmen. Wir fertigen unsere Feuerwerkskörper. Das ist natürlich viel sicherer. Wenn man den Märchen Glauben schenken, müsste man sich vor diesen Geschöpfen fürchten. Aber dieser Kerl hier scheint alles andere als unheimlich. Ich denke mal, dass der Vater einfach nur Scheiße erzählt hat. Du willst eine Beere, ne? Nö, wieder nicht. Warte mal, der hatte doch was da, oder? Diese Kreatur würde nach einem Bad etwas besser aussehen. Sollen wir das auch noch baden, oder was? Welch ein schöner Schädling. Ich kann den Baumstamm nicht erreichen. Der Drache war riesig. Dem Helm nach zu urteilen, wurde er sogar trainiert. An dem Helm fehlt etwas. Vielleicht da unten? Da so? Könnte sein. Cool. Ein Drachenschädel. Vielleicht finden wir doch mit der Nuss, die wir nicht in der Hose gefunden haben, mehr heraus. Ein Nähset vielleicht, oder? Ein Seil. Kann ich vielleicht damit den Kescher flicken? Man weiß es nicht. Mach mal auf. Oh! Hier lebt ein Eichhörnchen. Gib mal her. Ah! Schmetterling. Schmetterlingling. Ja, okay, danke. Alter. Wow, dieses Eichhörnchen scheint einen Innenausstattungskurs besucht zu haben. Ernsthaft. Das ist ja schön für dich. Ich weiß gar nicht. Wir lassen Aurelio einfach jetzt hier so liegen, weißt du? Finde ich auch geil. Finde ich super. Toll. Wir haben einen Käfer gekriegt, um in die Hexenhütte zu kommen. Aber erstmal flicken wir uns das Netz. Macht total Sinn. Ich weiß nicht, wie wir die Fäden jetzt da befestigt haben. Wo war denn nochmal der Schmetterling? Wir können jetzt auf jeden Fall hier hoch, oder? Hallo? Was? Schalte die Vollversion frei, um deinen Abenteuer fortzufahren? 46 zauberhafte Waldszenen. Löse 18 geheimnisvolle Minispiele. Ich würde sagen, das war Forest Legends The Call of Love. In der Demo-Time heute. Was haltet ihr vom Spiel? Ja, ich fand's so, lala. Kann man machen. Muss man aber nicht. Wenn man auf sowas steht, kann man das machen, aber lieber am PC spielen, weil mit dem Controller ist das echt ein bisschen, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, ja. Ich kann nur sagen, ich würde es mir nicht kaufen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Demo-Time. Bye.